Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Gemeinsam kannst du weit gehen. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com. Gedanken zum Leben. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Gemeinsam kannst du weit gehen. Das afrikanische Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Gemeinsam kannst du weit gehen, trägt eine tiefe Weisheit in sich, die sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Leben eine zentrale Rolle spielt. Diese Einsicht bringt uns dazu, den Unterschied zwischen individuellen und kollektiven Bemühungen zu überdenken und zu erkennen, wann es sinnvoll ist, allein oder in Gemeinschaft zu handeln. In einer Welt, die immer schneller wird, bringt uns das Streben nach sofortigen Ergebnissen oft dazu, Dinge eigenständig zu tun. Doch der wahre Wert liegt häufig in der Zusammenarbeit und dem Teilen der Verantwortung. Diesen Gedanken möchte ich in diesem Essay genauer untersuchen, und dir Ideen, Tipps und Tricks geben, wie du dieses Sprichwort in deinem Leben anwenden kannst. Der schnelle Weg, alleine vorwärts gehen. Es gibt Situationen, in denen es verlockend erscheint, alleine zu handeln. Du hast die Kontrolle über jede Entscheidung, kannst in deinem Tempo arbeiten und musst auf niemanden Rücksicht nehmen. Dieses Vorgehen bietet dir eine gewisse Freiheit und Autonomie, die manchmal notwendig ist, um schnelle Fortschritte zu erzielen. Besonders in stressigen Phasen, sei es im Beruf oder Studium, scheint der Einzelweg der effizienteste zu sein. Du bist flexibel, kannst kurzfristig reagieren und gehst keine Kompromisse ein. Doch diese Freiheit hat ihren Preis. Wenn du alleine gehst, trägst du auch die gesamte Last. Der Druck, alle Entscheidungen selbst zu treffen, kann mit der Zeit belastend werden, und ohne Unterstützung fehlt oft die zweite Perspektive, die dich vor Fehlern bewahren könnte. Ein Übermaß an Selbstständigkeit kann schnell in Isolation und Erschöpfung münden. Besonders in langfristigen Projekten zeigt sich, dass die eigene Energie und Motivation irgendwann nachlassen können, wenn keine Unterstützung von außen kommt. Deshalb ist es wichtig, diesen Ansatz mit Vorsicht zu genießen. Alleine zu handeln kann kurzfristig Erfolge bringen, aber langfristig wirst du feststellen, dass du möglicherweise nicht so weit kommst, wie du es dir erhofft hast. Der weite Weg, die Kraft der Gemeinschaft. Das Sprichwort erinnert uns daran, dass du durch Zusammenarbeit weiterkommst. Wenn du den Weg mit anderen teilst, eröffnen sich neue Möglichkeiten. Du profitierst von den Erfahrungen, Fähigkeiten und Perspektiven der Menschen um dich herum. Diese geteilte Anstrengung führt nicht nur zu besseren Ergebnissen, sondern macht den Weg auch angenehmer und bedeutungsvoller. Du hast die Möglichkeit, dich auf die Stärken anderer zu stützen, und gleichzeitig deine eigenen Schwächen auszugleichen. In der Zusammenarbeit liegt oft die wahre Kraft des Fortschritts. Projekte und Ziele, die eine gewisse Komplexität aufweisen, profitieren enorm von einem kollektiven Ansatz. Verschiedene Köpfe bringen unterschiedliche Ideen und Lösungsansätze, die das Endergebnis nicht nur erweitern, sondern auch bereichern. Stell dir vor, du unternimmst eine lange Reise. Alleine könntest du zwar schneller gehen, aber gemeinsam mit anderen wirst du besser vorbereitet sein, um Hindernisse zu überwinden und den Weg zu genießen. Auch im persönlichen Bereich ist diese Weisheit von großer Bedeutung. Freundschaften, Partnerschaften und familiäre Beziehungen tragen dich in schwierigen Zeiten und geben dir die Kraft, weiterzugehen, selbst wenn du dich erschöpft fühlst. Die emotionale Unterstützung durch andere verleiht deinem Leben Tiefe und Bedeutung, die allein schwer zu erreichen wäre. Wann solltest du alleine gehen und wann gemeinsam? Die große Frage lautet, wann solltest du alleine gehen und wann ist es besser, den Weg gemeinsam zu beschreiten? Die Antwort liegt in der Balance. Es gibt Phasen im Leben, in denen es notwendig ist, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und den Weg unabhängig zu gehen. In solchen Momenten ist es wichtig, dass du lernst, auf deine Fähigkeiten und Intuition zu vertrauen. Doch genauso gibt es Zeiten, in denen die Kraft der Gemeinschaft unersetzlich ist. Wenn du ein neues Projekt startest, kann es zum Beispiel sinnvoll sein, erst einmal alleine zu arbeiten, um deine Vision zu entwickeln. Sobald diese jedoch klar ist, kannst du von der Unterstützung anderer profitieren, um die Idee zu erweitern und besser umzusetzen. Menschen, die dir helfen, deine Pläne zu realisieren, bringen neue Sichtweisen und Kompetenzen mit, die dein Vorhaben weitertragen. Die Bedeutung des Sprichworts in der heutigen Welt. In unserer modernen Welt, die von Geschwindigkeit und Individualismus geprägt ist, erscheint die Bedeutung dieses Sprichworts heute relevanter denn je. Soziale Netzwerke und der allgemeine Leistungsdruck lassen uns oft glauben, dass schneller Erfolg das höchste Ziel ist. Doch der Fokus auf sofortige Ergebnisse kann langfristige Nachteile mit sich bringen. Nachhaltiger Erfolg basiert oft auf dem Prinzip der Zusammenarbeit und auf dem kollektiven Einsatz. Die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sei es der Klimawandel oder soziale Ungerechtigkeit, können nicht von Einzelpersonen gelöst werden. Sie erfordern gemeinsame Anstrengungen. Kollektive Verantwortung und Zusammenarbeit sind der Schlüssel, um tiefgreifende und langfristige Veränderungen herbeizuführen. Dies macht die Weisheit des Sprichworts umso wichtiger. Gemeinsam kommen wir weiter. Tipps und Tricks für den Alltag, wie du das Beste aus beiden Welten ziehst. Wenn du das Beste aus beiden Ansätzen, dem Alleingang und der Teamarbeit ziehen möchtest, gilt es, einige Strategien in deinen Alltag zu integrieren. Erstens solltest du, wenn du alleine arbeitest, Selbstdisziplin und Organisation in den Vordergrund stellen. Setze klare Ziele und arbeite strukturiert, aber sei bereit, Hilfe anzunehmen, wenn du merkst, dass du an deine Grenzen kommst. In der Zusammenarbeit mit anderen ist Kommunikation der Schlüssel. Offene und ehrliche Gespräche verhindern Missverständnisse und stärken das Vertrauen. Entwickle Empathie für die Menschen, mit denen du arbeitest und sei dir ihrer individuellen Stärken bewusst. Ein Team, das auf gegenseitigem Verständnis und Respekt basiert, kann Herausforderungen leichter meistern und wird insgesamt erfolgreicher sein. Die Reise des Lebens, allein oder gemeinsam. Das afrikanische Sprichwort: Wenn du schnell gehen willst, gehe alleine. Gemeinsam kannst du weit gehen, vermittelt eine tiefe Erkenntnis über das Leben. Es lehrt uns, dass der Weg nicht nur durch die Geschwindigkeit definiert wird, mit der wir unser Ziel erreichen, sondern auch durch die Qualität der Reise und die Beziehungen, die wir auf dem Weg aufbauen. Es gibt Momente, in denen es notwendig ist, den eigenen Weg zu gehen und auf sich allein gestellt zu sein. Aber die wahre Erfüllung und der langfristige Erfolg kommen oft durch das Teilen der Reise mit anderen. Indem du lernst, wann es sinnvoll ist, allein zu handeln und wann es besser ist, die Unterstützung anderer zu suchen, kannst du dein Leben bereichern und weiter vorankommen, als du es jemals allein könntest. Die Balance zwischen Unabhängigkeit und Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Mehr im Buch Gedanken zum Leben. Blick auf die Welt und Dein Ich. Sprüche und Zitate hinterfragt und nachgedacht. Selbstreflexion und die Suche nach dem Selbst. Philosophie und Spiritualität. Auf Amazon und auf www.markusflicker.com. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen. Indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert.